nicht hinein. Die digitale Revolution, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Die digitale Revolution betraf bislang hauptsächlich Unkörperliches, Musik, Filme oder auch Texte. Das könnte sich bald ändern. Unter solch lustigen Bezeichnungen wie Personal Fabricator oder auch Fabber rollt nun eine Gerätekategorie auf uns zu, die dafür sorgen könnte, dass künftig feste Materie ähnlichen Gesetzen unterliegt wie digitale Daten. An Bord des Raumschiffs Enterprise hat jedes Besatzungsmitglied eine kleine Allzweckfabrik in der Kabine. Ob Nahrung, Kleidung oder Maschinenteile. Der sogenannte Replikator holt jeden nur erdenklichen Gegenstand aus der Wunschwelt in die Wirklichkeit. Zwar ist der Weg zu solchen Wunschautomaten noch weit, doch die ersten Schritte dorthin sind bereits gegangen. Im Internet kann man sich immerhin schon einen Makerbot bestellen. Einen Roboter, der, wie es auf der Website heißt, Dinge baut. Unsere Zielgruppe sind Menschen, die in der Zukunft leben wollen. Wenn du eine Maschine bauen willst, die alles herstellen kann, kann dich nichts aufhalten. Bei MakerBot und dem verwandten Open-Source-Projekt RepRap arbeiten ein paar tausend Menschen auf der ganzen Welt an einem billigen, einfach zu bedienenden 3D-Drucker, der alle möglichen Objekte fertigen kann. Sogar den Bausatz für den nächsten MakerBot. Es ist der Traum von einer Art Technoparadies, in dem die Atome wie Bits fließen und die Dinge zwar nicht vom Himmel fallen, aber immerhin auf Knopfdruck aus der Maschine kommen. Unser Ziel ist es, diese Kreativitätswerkzeuge jedermann zugänglich zu machen. Es wäre großartig, wenn auf jedem Schreibtisch ein 3D-Drucker stände, um damit Dinge auszudrucken, anstatt sie zu kaufen. Dreidimensionale Gegenstände kann man am PC schon länger designen. Doch diese Objekte sind zu einer Existenz innerhalb von Computern verdammt. Das Programm SkinForge schneidet solche 3D-Objekte in virtuelle dünne Scheiben und berechnet daraus einen Befehlscode für den Drucker. Mithilfe dieser Kommandos bewegt sich der Druckkopf dann entlang der drei Raumachsen und presst dabei eine 0,3 mm starke Kunststoffwurst heraus. Schicht für Schicht wandert so das Objekt aus der virtuellen in die reale Welt. Auf diese Weise entstehen fantasievolle Skulpturen oder auch ganz alltägliche Gegenstände. Batteriedeckel, Teile für Kameras, die man verloren hat. Also das fand ich sehr faszinierend. Das Dinge, wo man sonst sagt, ah Mist, jetzt ist dieses Plastikteil abgebrochen, jetzt kann ich das Ding wegwerfen. Das ist nicht mehr so. Also man kann sich wirklich sehr viele Ersatzteile hier selber machen. Noch sind es eher einfache Objekte, die der MakerBot und ähnliche Geräte produzieren. Zumindest im Labor haben Forscher nach dem gleichen Prinzip aber auch schon elektronische Schaltkreise, Touchscreens oder auch Solarzellen ausgedruckt. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren Computer so groß wie Industriekühlschränke, kosteten mehrere Hunderttausende und waren exklusive Werkzeuge von Elite-Institutionen wie Konzernen, Militär und großen Universitäten. Noch in den 70er Jahren ging man in der Computerbranche davon aus, dass das immer so bleiben würde, dass Menschen keinen eigenen Computer auf dem Schreibtisch brauchen und auch nicht wollen. Bekanntlich kam dann alles anders. Man kann die Entwicklung vergleichen mit der Entwicklung des Desktop-Publishing in den 80er Jahren. Dort mussten verschiedene Dinge zusammenkommen, damit sich dieser neue Markt entwickelt hat. Es war damals die günstige Computertechnologie, PC-Technologie, es war der Preisverfall bei den Laserdruckern und es war eben die Software, die plötzlich zur Verfügung stand. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann gibt es eine schnelle Marktentwicklung. Wiederholt sich die Geschichte? Folgt dem Desktop-Publishing das Desktop-Manufacturing? So viel ich weiß, sind natürlich viele Unternehmen, gerade auch große Druckerhersteller, mit dem Thema beschäftigt. Ich denke, im Augenblick sehen Sie noch nicht den Massenmarkt, der für Sie wichtig ist. Aber ich erwarte schon, dass in den nächsten 5 Jahren hier ein großer Hersteller auch mit einem preiswerten Gerät auf den Markt kommt.
In der Medienbranche hat der einst passive Nutzer in den letzten Jahren eine neue Macht erlangt. Er kann Texte, Filme und Musikdateien bearbeiten, auf seine Bedürfnisse zuschneiden und erneut veröffentlichen. Anhänger der Open Design Bewegung glauben, in der Welt der Dinge stehe nun eine ähnliche Machtverschiebung bevor. The fact that you release a piece of information to the internet to be used by other people. Tatsache ist, wenn du die entsprechenden Informationen im Internet veröffentlichst, endet die Kreativität nicht mit dem Produkt. Das Design kann von anderen Menschen genutzt werden, in anderen Zusammenhängen, mit anderen Materialien, in veränderten Formen und Farben. Ob Elektrogerät, Möbel oder Schmuckstück. Schon heute steht am Anfang jeder industriellen Fertigung eine 3D-Datei. In der Vision der nächsten industriellen Revolution wird nicht das fertige Produkt zum Käufer geschickt, sondern nur die beschreibenden Daten. Die Endfertigung liegt in der Hand des Kunden. Wir sind dabei, ein Netzwerk von Fertigungsstätten überall auf der Welt aufzubauen. In Zukunft wird man eine Lampe in Tokio oder Sydney kaufen, die Datei an den lokalen Copyshop senden und vor Ort ausdrucken. In diesem Fabbing-Szenario entsteht sowas wie ein whole new game, also ein ganz neues wirtschaftliches Spielfeld, in dem sich sozusagen die Rollen zwischen den Akteuren auch wandeln. Der Kunde wird zum Teil zum Produktgestalter, aber zum Teil auch zum Produzent. Der Produzent, die Industrie, wird vielleicht viel stärker nur zum Ideengeber und verkauft Blaupausen und digitale Dateien zu ihren Produkten. Karl Marx würde heutzutage wahrscheinlich an einem Makerbot herumbasteln. Die Personal Fabricators erfüllen schließlich seine zentrale Forderung: Produktionsmittel in die Hände des Volkes. Auch ganz ohne Revolution, blutigen Umsturz und Enteignungen könnten die Marx-Maschinen für Konzerne unangenehme Folgen haben. Wenn man sich eine normale Fabrik vorstellt, denkt man an eine Person, vielleicht Steve Jobs, die sich etwas ausdenkt und sagt, so wird es gemacht. Bei MakerBot läuft das völlig anders. Wir haben eine Diskussionsgruppe im Netz und dort experimentieren wir und tauschen uns aus. Thingiverse heißt die Webseite, auf der die Open-Source-Szene ihre Produktionsmittel verbessert, aber auch Baupläne für Objekte tauscht. Natürlich unter freien Lizenzen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich designe etwas und zwei Tage später sehe ich, dass jemand am anderen Ende der Welt hat das Ding gedruckt und ich sehe ein Bild davon. Die Fabbing-Community will beweisen, dass man mit digital organisierter Massenkollaboration nicht nur Enzyklopädien oder Software erstellen, sondern auch ein ganzes Kaufhaus in der Kohlenstoffwelt befüllen kann. Allerdings, auf Thingiverse finden sich längst auch Spezialteile, die eigentlich durch Patente geschützt sind. Da quasi jedes Produkt heutzutage in der digitalen Form vorliegt, öffnet natürlich Fabbing-Technologie auch in gewisser Weise das Feld für die Produktpiraterie. Derweil arbeitet man bei MakerBot bereits an einem Gerät, in dem 3D-Scanner und 3D-Drucker vereint sind, kurz an einer Vervielfältigungsmaschine. Doch die größte Bedrohung für die Industrie sind vielleicht gar nicht massenhafte Kopien ihrer Produkte, sondern die Kreativität der Nutzer. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird, Produktpiraterie bei physischen Objekten, Designerstühlen, Schuhen oder so, weil wenn die Leute mal sehen, wie einfach es ist, am Computer die Dinge genau so zu machen, wie man es selber haben will, dann wären die Marken auch nicht mehr so wichtig. Die Vordenker der Szene träumen von einem Ende der seelenlosen Massenprodukte, von einer Welt ohne Ladenschluss und ohne Lieferengpässe. Ob sie in der Lage sein werden, diese Idee aus der Science-Fiction-Welt ebenso in die Realität zu zerren wie ein Personal Fabricator ein 3D-Modell, die Zeit wird's zeigen. Wer allerdings glaubt, die digitale Revolution mache einfach so vor der materiellen Welt Halt, dürfte schief gewickelt sein. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.